Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Kernpodcasts. Heute habe ich mir eine Kollegin eingeladen, weil ich glaube, wir haben sehr interessanten Gesprächsstoff. Rita Winkler, du wirst dich gleich selbst vorstellen. Liebe Rita, du bist Kollegin von uns am Standort Essen. Und das Besondere war oder ist, und das war auch die Initialzündung zu dem heutigen Gespräch, dass wir uns auch unserer letzten Tagung darüber unterhalten haben, Mensch, warum ist das eigentlich so schwer mit dem Loslassen? Und das ist natürlich nun das Megathema in der Unternehmensnachfolge, das Megathema für so viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Ich selbst habe mich in einem meiner Bücher auch darüber ausführlich ausgelassen. Jetzt dachte ich aber, Mensch, du hast deinen Master in Psychologie, jetzt wäre es doch bestimmt mal spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da in die Tiefe zu gehen. So. Genug von vom Vorspann. Liebe Rita, sag einfach mal ein paar kurze Worte zu dir, was dich vielleicht auch an dem Thema bewegt. Und dann steigen wir mal ein. Warum ist es so schwer loszulassen? Ja, vielen Dank, Nils. Genau, also mein Name ist Rita Winkler. Ich komme ursprünglich auch aus einer Unternehmerfamilie. Von daher bin ich da etwas vorbelastet, im positivsten Sinne auch. Und durch das Psychologiestudium kommt man natürlich noch ein paar Einblicke mehr in die Tiefen der Psyche der Menschen, was auch wirklich interessant ist, um die eigenen Denkprozesse zu verstehen. Darüber haben wir gesprochen bei unserer Tagung. Und wenn du magst, kann ich gleich ein bisschen in die theoretischen Aspekte einsteigen. Genau. Ja. Also wir alle kennen ja so Mechanismen. Der Mensch ist grundsätzlich eine ganze Einheit, das stimmt, aber bereits der alte Freud hat ein paar Instanzen identifiziert und Raphael Bonelli hat einen Bestseller vor kurzem darüber geschrieben, nochmal das aufgehübscht neu, aber es stimmt. Also wir können grob auch mal vielleicht die Dinge so benennen, es gibt Entscheidungsinstanzen, wir würden mal dazu sagen Kopf, Herz und Bauch. Der Bauch beispielsweise ist so der Sitz unserer Gefühle. Wir im Grunde genommen sagt er uns immer so Dinge wie, wir sollen Unlust vermeiden und Lust gewinnen. Also der Bauch ist aber ziemlich ambivalent. Also wir wollen zum Beispiel abnehmen, das sagt uns der Bauch, und Kuchen essen, das sagt er uns auch. Ja, das kenne ich, ja. Das kennt jeder. Oder wir wollen etwas wagen und riskieren, aber wir wollen uns nicht blamieren. Wir wollen unser Unternehmen abgeben und wir wollen eine wichtige Person im Unternehmen bleiben. Also die beiden, die Bauchgefühle sind da, die sind gut, die sind wichtig, wir müssen die beachten, aber als alleiniger Ratgeber sind die wirklich schlecht. Dann kommt zum Beispiel die zweite Instanz als Kopf dazu. Der Kopfmensch, der denkt rational, strategisch, er ordnet die Dinge für sich, die Gefühle bleiben fast außen vor und der Kopf als Zusatz zum Bauch ist sozusagen eine zweite Meinung. Also wenn wir diese beiden Meinungen berücksichtigen, dann wird es schon ein bisschen besser. Und das Herz als Sitz der Freiheit wäre dann die Entscheidungsmitte sozusagen, die gute Entscheidung zu treffen anhand aller Faktoren, die wir so zusammen beachten. Das ist erstmal die Theorie, eine Theorie, wie der Mensch tickt, um zu erklären, warum wir so verschiedene Stimmen in uns haben, was unsere Motive sind, warum die ambivalent sind und auf wen sollen wir eigentlich hören. Und wenn ich jetzt, danke für die erstmal sozusagen so Basiserklärung, damit wir von einem identischen Wissensstand ausgehen können, aber jetzt wird wahrscheinlich alle umtreiben, die uns gerade zuhören, ja, aber wie mache ich es denn dann? Wie kann ich das hinbekommen, dass vielleicht auch die Ambivalenz, die im Bauch stattfindet und sagt, ja, mal in diese Richtung, mal links rum und dann wieder rechts rum und der Kopf versucht das alles zu analysieren und vielleicht noch mit Fakten zu unterlegen und wie kriege ich denn in dieser Gemengelage in mir selbst auch eine Klarheit? Gibt es dafür, sag mal, konkrete vielleicht Werkzeuge oder Tipps oder auch Hinweise, die du selbst vielleicht auch schon mal ausprobiert hast? Weil das wäre ja spannend zu erfahren. Ja, also das Wichtigste ist einmal, das zu identifizieren und über sich zu wissen und auch das auch zuzulassen. Also zu sagen, ja gut, ich bin Kopfmensch, ich gehe so an die Dinge heran oder ich bin Bauchmensch und ich kann da nicht so verkopft an die Probleme herantreten und so. Aber das zu identifizieren, anzunehmen und dann auch sich guten Rat zu holen oder einfach einen externen Blick auf die ganzen Dinge, damit man eben zu dieser Herzensmitte kommen kann. Weil alleine nur aus der
Also nur aus dem inneren Blickwinkel heraus kann ich gar nicht diesen Rundumblick, also diesen 360-Grad-Blick bekommen. Das funktioniert nicht. Dafür brauche ich Sparringpartner oder Menschen um mich herum, die sich trauen und die auch kompetent sind, diese Dinge anzusprechen und auch natürlich in der Lage sind, das zu identifizieren, gemeinsam im Gespräch und so. Aber dass viel Selbstannahme wichtig, auch viel Güte zu sich selbst. Also es sind ja so versteckte Gedanken, versteckte Motive, die man möglicherweise gar nicht zulassen möchte, weil man so nicht sein möchte. Man möchte eigentlich perfekt sein, im guten Sinne, aber das ist niemand. Und wenn man diesen ersten Schritt getan hat und gesagt hat, okay, ich schaue das jetzt mal an, dann kann man im zweiten Schritt nach Lösungen suchen. Okay. Also ich habe jetzt eben, ich fasse das mal zusammen, 3 Bestandteile für ein Rezept gehört. Ich nehme mal das letzte vorweg. Das heißt, mit einer gewissen Güte und auch Menschenfreundlichkeit sich selbst gegenüber erstmal anzunehmen, dass das eben so ist, wie es ist. Und dass da vielleicht die eine Stimme da schreit und die andere da und dann noch eine in der Mitte. Und eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, ich habe keine Klarheit. Ich glaube, das kann ich jetzt mal so mit eigener Erfahrung sagen, mit gereifterem Lebensalter, dass das, glaube ich, auch manchmal sogar männerspezifisch sogar vielleicht ausgeprägter ist, wenn man dann im Außen ist, aber im Inneren noch diese Unklarheit hat, eigentlich fällt das vielleicht sogar schwer, diese eigene innere Unklarheit, die aber ganz normal ist, zuzugeben. Und dann habe ich noch 2 andere Rezeptoren gehört, das greift ja quasi direkt dort rein. Das eine ist die eigene Reflexion, vielleicht ein Stück weit klar zu haben, bin ich mehr der Kopfmensch, bin ich mehr der Bauchmensch und damit vielleicht auch Dinge, ja, da können wir gerne mal drüber sprechen, auch ein Stück weit anzunehmen. Wenn ich das klar habe, dann sind vielleicht für mich auch die Fakten, wenn ich ein faktenbasierter Mensch bin, dann eher die reizvollen Dinge, auf die ich mich stürze und dann verdränge ich vielleicht auch eher das Emotionale. Und dann habe ich gehört, der dritte Bestandteil eines Rezeptes könnte sein, wirklich von außen jemanden zu holen, der vielleicht auch emotional gar nicht involviert ist, sondern der mir auch vielleicht meine unsortierten Gedanken spiegeln könnte und vielleicht mit intelligenten Fragen mich dann auch selbst zu einer Lösung führen könnte. Hast du dazu noch Anregungen? Zu dem Sparing-Partner meinst du jetzt? Mhm. Ich wollte noch sagen, genau, und über allem steht natürlich die Veränderungsbereitschaft. Also, dass ich da überhaupt dazu bereit bin, mich auf den Weg zu machen. Ne? Mhm. Aber das steht ja sowieso klar. Also, wenn jemand erstmal den Schritt gegangen ist, sich Hilfe von außen zu holen, dann ist dieser Punkt schon überwunden. So, dann hat man schon für sich festgestellt, ganz alleine schaffe ich das nicht oder will ich das vielleicht einfach auch nicht schaffen. Und es ist ja auch nicht notwendig. Also niemand würde sagen, den Blinddarm operiere ich mir selbst. Also man braucht ja nicht unbedingt alles selber zu schaffen. Man kann ja auch Menschen sich zur Seite stellen, die einem dabei helfen. Ja, ich meine, ob ich Tipps habe, Nils, wir machen das bei Kern den ganzen Tag, ne? Du weißt das und es gibt aber auf der weiten Erde sehr, sehr viele Menschen, die einem helfen können. Manchmal ist es auch das Gespräch mit einem guten Freund, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Das Aussprechen von diesen Thematiken bringt schon mal Klarheit. Also, und nach außen zu gehen hilft auch, weil in dem Moment, wo man mit diesen ganzen Themen nach außen tritt, kommen auch Anregungen. Das ist automatisch so, weil das ist reziprok mit der Umwelt. Das glaube ich. Mhm. Kommen wir nochmal auf den, ersten so inneren, großen inneren Schweinehund und vielleicht die erste Bremse nochmal zu sprechen, das ist nämlich diese Veränderungsbereitschaft. Ich glaube, das ist echt so erstmal mit die größte Hürde, zu sagen, vielleicht auch bereit sein anzuerkennen, ich habe gerade keine Klarheit und ich weiß gerade nicht, wo es lang geht und ich weiß noch nicht mal, warum ich das nicht selbst will. Ich habe das in einem meiner Bücher verglichen mit so einem wärmenden Feuer. Da findet alles statt in dieser Firma. Und wenn ich das jahrzehntelang so erlebt habe und ich habe nicht nur monetäre Vorteile daraus gezogen, sondern auch meine persönliche soziale Entwicklung, so mit allen Höhen und Tiefen und in der Verbindung zu all diesen Menschen, das war eigentlich immer recht kuschelig und warm und ein schönes Gefühl. Und warum soll ich denn jetzt dieses Feuer verlassen? Weil dann vielleicht finde ich jetzt gar nicht erstmal ein neues Feuer, dann zieht es mich auch nicht weg. Und dann habe ich diese große, glaube ich, Bremse, ja, bin ich überhaupt bereit, mich zu verändern? Weil eigentlich ist dieses wärmende Firmenfeuer, was ich jahrzehntelang genießen durfte, doch eigentlich ganz kuschelig. Boah, da habe ich, also ich glaube wirklich, ich sage das in allen Respekt auch vor allen Unternehmern und Unternehmern da draußen, das ist mit Sicherheit eine schwere und große Hürde.
Auf jeden Fall, und da sprichst du auch schon den wichtigsten Punkt an. Der ist nämlich also dieses Feuer, weil das ist warm, das ist schön, das ist kuschelig. Und dieses Feuer zu verlassen, ist ein Verlust. Und Verluste, da kann ich vielleicht auch noch mal aus der Psychologie was berichten. Daniel Kahneman und Amos Tversky, die haben 2002 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Sie haben sich die Frage gestellt, erstmal grundsätzlich, sind Menschen rationale Entscheidungswesen? Also sie streben zwar Nutzenmaximierung an mit ihrer Entscheidung, aber sind sie dabei rational? Und die Ergebnisse waren so, dass Menschen keine rationalen Entscheider sind. Oh, Wer was hätte wundert sich gedacht? eigentlich? Genau, es ist aber so, dass die noch was anderes sehr Interessantes herausgefunden haben. Und zwar, Verluste wiegen emotional viel stärker als die gleiche Menge an Gewinn Glück verursachen kann. Was heißt das? Beispielsweise, ich mache mal eine fiktive Skala minus 5 bis plus 5. Wir befinden uns neutral auf der 0 gerade, wir beide jetzt. Wir finden einen 100-Euro-Schein. Wow, wir freuen uns. Unser Glücksgefühl steigt auf 1. Es passiert was, wir verlieren den gleichen 100-Euro-Schein und wir sinken auf minus 2. Das ist der Mechanismus beim Verlieren. Verluste wiegen stärker. Und das ist auch der Grund, weshalb Unternehmensverkäufe, die ja unter Verluste fallen, also eine schwere emotionale Hürde sind. Und übrigens auch der Grund, meiner Meinung nach, warum häufig der Kaufpreis unterschiedlich wahrgenommen ist, als ob man sich fast diesen Verlust in Form von Schmerzensgeld im Kaufpreis wieder bezahlen müsste, was der Käufer oft gar nicht so nachvollziehen kann. Na? Und weil das so ist, weil der Mensch so tickt, ist es für den langjährigen, jahrzehntelang oft Unternehmer einfach wahnsinnig schwer, diese Position aufzugeben. Und auch die Frage nach Wichtigkeit. Also das ist ein ganz normaler Aspekt des menschlichen Bedürfnisses, dass der Mensch wichtig sein muss. Das ist für jeden so. Und sich das einzugestehen, ist der erste Schritt. Also man möchte wichtig sein, egal wo, in welcher Lebensrolle und so. Und man kann nicht einfach sagen, ich gebe mein Unternehmen ab und dann lasse ich es mir gut gehen. Die Motivation, die reicht oftmals nicht. Ich kann nicht mit reisen oder mal, das kann man mal machen und das ist auch schön, aber wo ist dann dieser Aspekt der Wichtigkeit? Das gibt es auch ein Schlüsselwort der Generativität, das ist die Sorge für nachfolgende und vorangegangene Generationen. Und ein Tipp wäre, du fragtest nach einem Tipp, sich überlegen, wie kann ich Generativität weiterleben? Also wie kann ich weiter wichtig sein für nachfolgende Generationen oder für die vorangegangene Generation? Und welche Aspekte da können mich erfüllen? Beispielsweise kann man ja durchaus immer eine beratende Funktion irgendwo einnehmen. Ob sich das dann monetär niederschlagen muss, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Wichtigkeit, das Wissen, was man hat, weiterzugeben oder die Person, die man ist, einfach noch einzubringen in der Gesellschaft, das ist klar, das ist eine große Säule der Motivation, um das Alte überhaupt loszulassen. Interessante, wichtige Schlüsselfragen, die du gerade aufgeworfen hast, weil in der Tat, wenn wir mit älteren Unternehmern zusammenkommen und wir stellen auch die Frage, Mensch, was angenommen, wir Kaufpreis, wir beide sind uns jetzt einig und die Firma geht über, was machen Sie denn dann? Und dann gibt es so drei wunderbare Klassiker, die wir häufig von unseren Kunden hören. Das eine ist, ach Mensch, Herr Körber, wissen Sie, ich habe so einen tollen großen Garten und den konnte ich eigentlich nie so richtig nutzen. Wir denken dann so, okay, der muss ja mächtig groß sein, der Garten, weil wenn der da die nächsten Jahrzehnte bei hoher Lebenserwartung vielleicht so bis 80, 85, vielleicht sogar bis 90, der Medizin sei Dank, noch fit ist und so weiter, reicht das dann tatsächlich? Ist das das neue Feuer, was ihn wärmen wird? Oder Klassiker 2 ist dann eben irgendeine schöne Ferienwohnung, ein Haus in den Bergen an der See oder was auch immer. Das ist immer zu kurz gekommen in meinem Leben als Unternehmerin, Unternehmer. Das will ich jetzt nutzen. Und auch hier wieder die Frage, reicht das genau das, was du eben gerade beschrieben hast, glaube ich, inhaltlich mich auch auszufüllen dann. Und dann der dritte Klassiker, also irgendein Hobby. Und auch da kenne ich nur wenige, die das so dann ausleben, wo man sagen kann, ob es Golf ist oder die Jagd oder weiß ich nicht, Oldtimer, was, keine Ahnung. Und auch da wieder die Frage, reicht das? Und ich glaube, da sind diese Schlüsselfragen, die du gerade nochmal eben gestellt hast, sich da
wirklich mit zu beschäftigen, ein vielleicht wesentlicher Eintritt in einen neuen Prozess und vielleicht auch diesen Muskel, der eben über die Jahrzehnte Unternehmertum nicht so richtig trainiert wurde, dann wirklich wieder auch versuchen zu trainieren. Ja, sicherlich. Und klar, jetzt gerade diese Position Berater, das liegt vielleicht nicht jedem, dass man dann sagt, okay, ich gebe mein Wissen weiter. Aber es gibt mit Sicherheit jede Menge Unternehmer draußen, die würden gerne mal, wie hast denn du das damals gemacht? Also das ist ja so, dass dieses jahrzehntelang angehäufte Wissen ist ja so wertvoll. Das ist ein richtiger Schatz. Und da Wege zu finden, sich bei irgendwelchen Gremien oder Vereinen oder eben Treffen einzubringen und einfach sich ein paar Termine ins Jahr zu legen, wo man daran teilnimmt, sich einladen lässt. Warum nicht? Das kann erfüllend sein. Oder man muss sich einfach überlegen, wenn es jetzt zum Beispiel die Unternehmerfrau ist, vielleicht hat sie Enkel bekommen und kann dann ihren Kindern dabei helfen, was auch super erfüllend sein kann. Also es ist die Frage individuell, was möchte ich mit meiner Zukunft machen? Aber der Plan, diese drei Klassiker, der ist eigentlich nicht gut, weil der führt zwangs. Aber das Problem haben viele, die in Rente gehen. Also auch ein Unternehmer, der sein Unternehmen abgibt oder ein Rentner, das ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Der Fehler, den man begeht, ist einfach keinen Plan zu haben und keine Motivation. Das ist in jedem Fall dann ja anstrengend für die Partner, die jeweiligen und auch für einen selbst. Ich stelle noch mal zu deiner These, die du eben aufgestellt hast, dieses Gefühl, ich will auch wichtig sein und vielleicht, ich will auch einen Beitrag leisten, ich will natürlich auch Feedback haben, soziale Interaktion und so weiter. Meine Hypothese ist, ob möglicherweise sogar bei innerfamiliären Prozessen und da ganz besonders möglicherweise unser Ego da manchmal uns auch einen lustigen, in Anführungsstrichen, Streich spielt nach dem Motto, wenn mein Sohn oder meine Tochter jetzt diese Nachfolge übernimmt, werde ich dadurch komplett in Frage gestellt, weil vielleicht macht das noch besser oder macht sie es noch besser, also zumindest anders, und der Erfolg wird vielleicht noch größer. Und was macht das dann mit mir? Und wenn da jemand einen Kaufpreis zahlt, oder auch bei der externen Nachfolge, und der kauft die Firma, er übernimmt sie und sie entwickelt sich prächtig und ich schaue wieder drauf. Und also mag das möglicherweise auch eine Rolle spielen aus deiner Sicht und aus deiner Kenntnis der Psychologie, wo man sagen kann, wirklich, ich glaube, das Loslassen hat vielleicht auch noch mal was damit zu tun, dass ich nicht in Frage gestellt werden möchte. Sicherlich, also ganz bestimmt. Selbstzweifel und diese Dinge, die spielen natürlich eine Rolle. Man möchte, also das nochmal zur Betonung, es ist gut und richtig, dass der Mensch diese Bedürfnisse hat, wichtig und erfolgreich zu sein und auch einen guten Stand im Leben zu haben. Das darf so sein, das ist gar nichts Verwerfliches. Ja. Und in der familieninternen Nachfolge wäre es ja vielleicht sogar ganz wünschenswert, wenn der Vater diese Sorgen hätte. Hoffentlich ist mein Sohn nicht erfolgreicher als ich. Das wäre ja toll. Also das wäre ja schon mal so ein Ansatz, wo man sagt, da könnte man sich überlegen, ob man sich da nicht mega drüber freut, wenn man diese Ängste hätte. Mhm. Also viel schlimmer ist es doch, wenn der Unternehmer, Vater sozusagen so ein Wunschdenken hat, mein Kind macht das, aber insgeheim ignoriert es die ganzen Signale, dass es vielleicht nicht geeignet ist, diese Konstellation hervorzubringen und das Kind ganz andere Interessen hat oder vielleicht auch nicht die Persönlichkeit, keine Führungspersönlichkeit ist, der Vater, die Mutter. Sich das einzugestehen, ist, glaube ich, noch viel, viel härter. Und andere Aspekte, die in der familieninternen Nachfolge sind meiner Meinung nach auch noch viel wichtiger. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Also da liegen jetzt möglicherweise zwischen Geburt des Kindes und der Nachfolge des Kindes liegen Jahrzehnte. Aber das Eltern-Kind-Verhältnis bleibt ja ein Leben lang bestehen. Ja. Und wenn jetzt der Unternehmervater, die Unternehmermutter dem Kind irgendwie innerlich nicht ganz zutraut, das zu machen, dann kann sich, also nach dem Motto selbsterfüllende Prophezeiung, das bewahrheiten. Weil ein kleines Beispiel, als dasselbe Kind laufen gelernt hat,
ging immer so der Blick zu den Eltern, so schaffe ich das, kann ich das? Und dann kam der Blick zurück, ja, du schaffst das, Motivation pur. Und dann hat das Kind sich gesammelt und konnte dann irgendwie diesen Schritt machen und die Entwicklung vollziehen. Und das Gleiche ist auch bei dem bei der Unternehmensübergabe der Fall. Und wenn das Kind irgendwie spürt, das braucht gar nicht ausgesprochen zu werden, im Grunde genommen glauben meine Eltern gar nicht an mich. Im Grunde genommen denken die, ich schaffe das nicht. Dann wird das bei jeder Entscheidung, bei jeder Schwierigkeit im Hinterkopf eine Rolle spielen. Und das Kind wird nie die Freiheit und den Mut aufbringen, das Unternehmen so erfolgreich in die Zukunft zu führen, wie es bei einem Zuspruch im Rücken handeln würde. So, also das finde ich zum Beispiel, also auch aus meiner Erfahrung, eine viel schwierigere Komponente. Klar, mit dem Loslassen. Es ist viel Thema bei den Eltern, dass die einfach sich die Frage stellen, traue ich meinem Kind das zu und gebe ich auch dann die komplette Verantwortung ab? Will ich dann auch nicht mehr mitmischen? Darf mein Kind dann auch frei entscheiden und walten? So diese Punkte. Und ich glaube, die Sorge, dass das Kind noch erfolgreicher würde als man selbst, die ist so ein Luxusproblem, da müsste man wirklich dann einfach mal diesen Sprung schaffen und sagen, okay, dann ziehe ich mein Ego etwas zurück und freue mich, dass ich dieses Kind hervorgebracht habe und dass das Kind das schafft, ist ja auch mein Verdienst. Das ist ja so selten geworden, das ist ja wunderbar, wenn so ein Kind dann die Firma übernimmt. Ja, da hast du recht. Ich gebe an der Stelle nochmal eben so einen kleinen Lösungsansatz oder eine Lösungsidee, weil in der Tat dieser Tunnelblick. Und wir haben ja selbst auch 4 Kinder, du hast auch einige Kinder, so. Also diesen Tunnelblick zu haben, zu sagen, ja, entweder übertreibe ich dann und ordne dem Kind Kräfte zu und Kompetenzen, die es vielleicht gar nicht hat, oder umgekehrt, ich stelle alles in Frage und irgendwo, wo ist jetzt wirklich der, zumindest der objektivierte Weg, zu beurteilen und einzuschätzen, vielleicht auch bei mehreren Kindern, welches der Kinder wäre die Idealbesetzung oder sind es vielleicht sogar mehrere gleichzeitig. Und wir haben dazu ja, und das wäre nochmal mein Hinweis auch vielleicht für die jüngere Generation, die uns jetzt zuhört, für diejenigen, die entweder in dieser innerfamiliären Frage vor einer Entscheidung stehen oder auch die sogenannten MBI oder MBO, also Personen, die vielleicht schon in einer Firma sind, in einer leitenden Position und den Chef dann beerben möchten oder umgekehrt von außen in eine Unternehmung hineinkommen. Das ist ja so eine Lebensweiche, die da gestellt wird, die ja durchaus, finde ich, gravierend ist, nämlich Richtung Unternehmertum. Ich gebe in meinem Leben da eine ganz bestimmte Richtung und wir haben dafür ja aus unserer vielfältigen Erfahrung ein Online-Assessment entwickelt, das heißt mein-unternehmercheck.com, und dort können eben gerade die Betroffenen, sprich Kinder in Anführungsstrichen nach der Altersklasse, aber sozusagen in der sozialen Zuordnung innerhalb der Familie oder einfach Menschen, die vor der Entscheidung Unternehmertum stehen, nochmal ganz bewusst in die Tiefe gehen und mit diesem Online-Assessment und mit einem begleiteten Auswertungsgespräch dann für sich auch nochmal feststellen, ist das wirklich meine Welt? Wird das, wo habe ich vielleicht aber auch noch wirklich Potenzial, Entwicklungsbedarf und kann wohlwollend draufschauen und sagen, okay, wenn ich in die und die Richtung gehen will, dann glaube ich, ist es jetzt gut, vielleicht noch dieses oder jenes zu machen. Und ich kann mir vorstellen und weiß das natürlich auch aus Praxisfällen, dass das manchmal auch sogar Familien sehr hilft, gerade wenn es mehrere Kinder gibt. Alle rufen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht manchmal unbedarft, ja, ich mach's und ja, und ich mach's auch. Und da auch vielleicht nochmal in so ein Stück weit objektivierte Prozesse einzutauchen, um das herauszufinden. Genau, das wäre auch zum Beispiel eine Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden innerhalb der Familie. Die Eltern wollen ja alle gerecht sein, wollen niemanden benachteiligen. Und Kinder neigen ja ganz gerne dazu, Lieblingskinder zu benennen. Das stimmt oder nicht, aber das ist halt eben, das ist so Gerangel unter Geschwistern, das hört auch im Erwachsenenleben nicht unbedingt auf. Und dann so ein Tool zu haben, wo man sagt, wir gehen jetzt so professionell ran, wie wir das auch bei einem ganz normalen MBI-Verkauf machen würden. Ne? Und dann sind wir gerecht und dann werten wir das aus und dann schauen wir mal, wer von euch das Potenzial hat. Klar werden die Eltern sich schon ihre eigenen Gedanken machen. Die haben diesen internen Blick und kennen ihre Kinder natürlich am besten. Aber trotzdem ist das einfach ein gutes Tool, auch für die Kinder, sich selber besser kennenzulernen. Dann ist ja auch da noch eine Altersspanne, da muss man ja auch schauen und so. Also das ist definitiv empfehlenswert, weil Unternehmertum sieht von der Ferne leicht aus, hört sich leicht an, aber wenn man dann drin steckt, dann ist das doch eine Lebensaufgabe, wie du sagst. Und da darf man keinem leichtfertig das aufbürden. So nach dem Motto, dann bin ich endlich raus. Gibt ja auch diese Konstellation, dass die Eltern sagen, boah, hoffentlich übernimmt mein Kind endlich, will endlich raus. Und dann ist auch so dieses,
Wunschdenken im Vordergrund, bei dem alles ausgeblendet wird, was irgendwie symptomatisch dagegen spricht. Da ist so ein Tool-Objektiv einfach sehr, sehr hilfreich. Ja, sehr schön, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit hätte ich noch zwei Fragen. Einmal, du hast eben von einem Bestseller ganz am Anfang gesprochen, der rausgekommen ist. Ich habe jetzt aber gerade nicht mehr so die Verbindung. Da würde mich nur interessieren, ist das ein Buchtipp, den du hier nochmal öffentlich geben magst? Und wenn ja, wie heißt das Buch genau? Das ist von Raphael Bonelli. Das ist mehr so dieses, wie komme ich zu einer guten Entscheidungsmitte? Ah, okay. Weisheit des Herzens. Also ja, es ist, ist auf jeden Fall ein gutes Buch, kann man lesen. Und hat aber jetzt nichts unbedingt mit Unternehmensnachfolge zu tun. Okay, ja. Sondern eher diesen Entscheidungsprozess möglicherweise, zu welcher Entscheidung auch immer, vielleicht noch ein bisschen sich Inspiration zu holen. Ja, und genau, wie ich selbst funktioniere, wie ich ticke als Mensch. Genau. Ja. Okay. Und dann zweite Frage, die ich gerne zum Schluss stelle. Habe ich eventuell vergessen, was zu fragen? Also, wo du nochmal sagen würdest, aus deiner Perspektive, auch wiederum in Sachen Unternehmensnachfolge, und das wäre nochmal so meine Botschaft jetzt vielleicht auch zum Abschluss unseres Gesprächs nach draußen. Also eigentlich haben wir alles besprochen, Nils, beziehungsweise das, was wir uns für die halbe Stunde vorgenommen haben. Das Thema ist ja sehr, sehr, sehr wichtig, aber wenn ich alles in einen Satz packen müsste, dann ist der Satz, dass Unternehmer sich einfach selber die Frage stellen, welche Motive habe ich, wie ticke ich, wie denke ich, welche Entscheidungsgrundlagen habe ich und wie gehe ich im nächsten Schritt damit. Wunderbar. Die Schlussworte sind gesetzt. Liebe Rita, herzlichen Dank für deinen virtuellen Besuch in unserem Podcast und an Sie alle dort draußen natürlich die Einladung, gerne entweder die Sternchen klicken und unseren Podcast bewerten oder auch eine Kommentierung bei YouTube zum Beispiel mit reinzuschreiben. Das freut uns sehr. Oder auch, und das erreicht uns immer wieder und wir gehen dann auch gerne darauf ein, wenn Sie uns Ihre Fragen stellen. Also wo Sie sagen, Mensch, ich möchte mehr zu dem Thema einen Podcast hören oder zu dem Thema, da freuen wir uns auf entsprechende Inspirationen von außen. Vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen und seien Sie gespannt auf unseren nächsten Kernpodcast.